Moin Leute und herzlich willkommen zum neuen Video. Wir stehen da jetzt vor dem Golf, so wie er sein sollte. Also so bin ich komplett happy. Und deswegen, wir haben den komplett umgebaut. Und das haben wir natürlich alles verfilmt. Und jetzt gehen wir einfach mal kurz ums Auto herum. Dann sage ich euch, was so gemacht worden ist. Und das können wir dann in extra Videos. Was ihr schon mitgekriegt habt in dem Video, sind die Lauflichtblinker. Machen wir sie mal kurz an. In LED. Und die sind natürlich eingetragen. Weiters dann Bremsanlage. Es ist keine Brembo-Bremsanlage, aber es sind Brembo-Bremsen. Das heißt, die Bremsscheibe, das sind die Sportbremsen, die sind gelocht. Und natürlich darf auch nicht fehlen, die roten Bremssättel, natürlich lackiert mit Foliadeck. Dann gehen wir weiter. Wenn wir dann zum Heck gehen, da sieht man mal schon eine wirklich sehr, sehr schöne Heckklappe. Also die haben wir komplett getauscht und die ist nagelneu und hat keinerlei Rost. Man sieht dann nur den kleinen Effekt, das schwarz lackierte VW-Kennzeichen. Und natürlich, wenn man ein bisschen tiefer geht, dann sieht man auch schon zwei riesige Endrohre rausragen. Und das sind wirklich riesige, also ich kann da sogar meine Fäuste reintun. Ja, und wenn man auf die Seite geht, dann erkennt man, glaube ich, sehr gut, dass da der Streifen nicht mehr ist und dass die Türen auch keinen Rost mehr haben. Also die sind jetzt wirklich schön. Also es ist wirklich, passt wieder alles super. Das heißt, wir werden euch zeigen, wie baut sie die Türen aus, wie nimmt sie auseinander. Und ja, und dann, wenn wir nach vorne gehen, dann sieht man so super die Scheinwerfer. Also die sind natürlich nicht Serie. Es sind aber auch keine Xeno. Aber weiteres werdet ihr dann sehen und natürlich dann noch ein schwarzes VW-Logo. Und ich würde sagen, so ist das Auto wirklich komplett, so passt super. Und die einzige Sache, was wir im Innenraum verändert haben, ist ein GTI-Schalthebel vom Golf 3 GTI bzw. vom Golf 4 GTI. Und ja, ich würde sagen, ich wünsche euch sehr viel Spaß dann bei den einzelnen Videos. Sie werden wirklich hammergeil sein und es wird jetzt wirklich sehr, sehr viel dabei lernen. Wir haben wirklich jeden einzelnen Schritt dokumentiert und danach solltet ihr sogar Bremsen wechseln können. Peace out! Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, abonnieren und dann sehen wir uns im nächsten Video. Peace out!